Willkommen in Potters Bluff. So, hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf Potters Bluff Reviews. Ich habe ja schon lange kein Video mehr gemacht und wird mir wieder Zeit, ne? Und ich habe euch was ganz Tolles mitgebracht, und zwar die Limited Collectors Edition 50 Jahre Jubiläumsedition von Subkultur von Roland Klicks Deadlock. Aber bevor wir darauf eingehen, zeige ich euch noch natürlich noch mal eine kleine Übersicht über was ist eigentlich Subkultur für ein cooles Label. Also Subkultur ist eines meiner absoluten Lieblingslabel aus Deutschland. Soweit ich das weiß, ich habe ja noch nicht mit dem Chef geredet, ich würde es gerne mal. Es ist wirklich ein Ein-Mann-Betrieb, der immer Sachen zukauft und selbst restauriert in wunderbaren Editionen. Bekannt geworden natürlich auch unter anderem durch diese tolle Grindhouse Collection, Teil 1, mit so krassen Filmen wie Sexualrausch, Frauen hinter Zuchthausmauern, Ich, die Nonne und die Schweinehunde natürlich. Und natürlich das Haus der verlorenen Mädchen mit dem Killer Zwerg Olaf. Eine ganz tolle Box hier auf DVD, sehr selten schon geworden, mit grandiosen Sachen, selbstgedrehten Clips und so weiter. Das war die erste. Dann kam eine zweite raus, die alles weggebolzt hat, fand ich, was es so gab. Das ist eine der geilsten Editionen, die ich habe in meiner Sammlung. Die Grindhouse Collection Nummer 2. Seht, es fehlt noch ein Titel. Vor kurzem kam ein neuer raus, der Tollwütige. Die Tollwütige. Und bald kommt auch neu raus. Hier waren so geile Titel dabei, wie Das Haus der lebenden Leichen, Don't Go in the House, oder wie der heißt im Original. Der Mafia-Killer, voll geil. Death Dream von Bob Clark. Switchblade Sisters, die Bronzekatzen von Jake Hill. Geniale Sachen drin hier. Also wirklich hier, da war es jeder Film, ist irgendwie geil. Bonusmaterial ist saugut. Die Boxen hier kann ich euch absolut empfehlen. Dann natürlich auch ganz groß, ist ja auch sehr viel deutsches Genre-Kino vertreten. Dafür sind sie auch mega bekannt, Subkultur. Hier die Heinz Klett Kickstarter-Edition, wo Blutiger Freitag restauriert wurde in ihrer tollen Edition. Deutsche Vita, wozu auch Deadlock gehört, da gehe ich gleich drauf ein. Hier immer diesen tollen Schubern, da gab es auch ganz tolle Filme, unter anderem hier Blutiger Freitag eben, aber auch eben amerikanische Filme. Das Programm ist sehr weit aufgestellt hier. Mad Men, ein super Slasher aus den 80ern, einer meiner Lieblingsslasher, auch in Blu-ray-Qualität restauriert mit schönem Bonusmaterial. Und ach, Subkultur, schaut mal auf ihre Seite vorbei, ich werde sie unten verlinken. Ist keine Werbung, ich kriege Geld von denen, aber ich kann nur das Label nur empfehlen, und es ist äußerst unterstützenswert, weil ja, da ist so viel Liebe zum Detail drin. Da wird immer von Grund auf gemacht, da werden eigene Master hergestellt. Deadlock erscheint hier in der 4K-Edition, das müsst ihr euch mal reinziehen. Ja, ich werde euch jetzt erstmal kurz die Box zeigen und dann gehen wir nochmal ins Detail. Da zeige ich euch nochmal alles aus der Nähe. Ich packe nochmal die Boxen weg, dass wir ein bisschen Platz haben. Ja, so viel zu Subkultur. Jetzt hier erschien Deadlock in der 50 Jahre Jubiläumsedition in 4K und Blu-ray natürlich, mit einem Fotobildband dabei in einem diesem schönen Kiste hier. Es gibt auch einzelne Editionen, die werde ich unten drunter verlinken. Wenn jetzt nicht diese komplette Edition braucht, hier erstmal nehmen wir die schöne Banderole ab, wie ihr sehen könnt. Deadlock. Und hier haben wir dann die Box an sich. Die hat so eine schöne Holzmaserung. Keine Sorge, ich gehe gleich ins Detail. Und hinten drauf haben wir den Umriss eines der Figuren im Film Sunshine, den Killer. Ja. Dann öffnen wir das Ganze hier. Wie so eine Art kleine Pralinschachtel. Genauso süß. Hier kommt uns gleich das schöne Fotoband entgegen, Deadlock. Ja, hier handelt sich um einen reinen Bildband. Jodorowsky hat diesen Film auch gelobt sehr. Und ja, hier hat man dann schöne Bilder aus dem Film, wie ihr sehen könnt. Sehr schöne Qualität hier. Ganz toller Film. Mario Adorf natürlich auch prominent besetzt. Ganz toll. Sind auch unter anderem Synchronstimmen ist dabei von Arnold Marquis, den ja viele kennen als Bud Spencer oder sowas. Oder der hat auch, glaube ich, ziemlich oft Charles Bronson gesprochen und gilt auch so einen als einer der König der Synchronsprecher. Fast 1000 Rollen. Ja, ihr seht schon hier, ganz tolle Bilder dabei von dem Film. Ganz toller Genrefilm aus Deutschland. Da gibt es nichts drüber zu meckern. Ich finde, hat hier und da einige Inkonsequenzen, aber und am Ende geht es dann eher so in richtige Richtung, existenzielle Richtung. Aber ich finde, der Film an sich ist einfach total genial. Und ich finde ihn sogar noch ein bisschen besser als seinen Film Supermarkt, der auch von Roland Klick ist. Ja, dann haben wir hier diese Box. Da ist dann das Digipack enthalten, was es auch einzeln gibt. Von dem neuen Cover-Artwork von Timo Wirtz, der hier den guten Sunshine gemalt hat. Genau. Und jetzt würde ich sagen, springen wir mal in die Detailansicht und da zeige ich euch nochmal die ganzen Sachen aus der Nähe. So, hier haben wir dann das gute Stück aus der Nähe. Seht ihr, man hat hier so eine Maserung nachgemacht, aber es ist tatsächlich nur Pappe. Sieht aber extrem edel aus. Hier die Folienprägung ist auch der Hammer von Deadlock geworden. Wie gesagt, hinten drauf haben wir nochmal Sunshine, hier auch in der wunderschönen
Folienprägung, wo die Maserung auch durchgeht, wie ihr sehen könnt, was ich richtig cool finde. Und hier in den Seiten haben wir auch nochmal Deadlock in den schönen Tönen. Und hier seht ihr auch das Logo der Edition Deutschen Vita, was ich gerade erwähnt habe. Ja, sehr cool geworden, finde ich. Und hier haben wir dann mal die Banderole, wer das nochmal aus der Nähe sehen will. Wenn es denn mal scharf wird. Ah ja. So, hier haben wir dann 50 Jahre. Weltweit erstmal auf 4K UHD. Hier haben wir dann hinten drauf noch die Inhaltsangaben, die wir dabei haben. Wir haben einen Audiokommentar dabei. Ein Text von Pelle Felsch und so weiter und so fort. Und wie gesagt, inklusive Hardcover-Variante des Bildbandes. Das zeige ich euch hier auch nochmal. Ich habe es ja gerade noch schon mal in groß gezeigt, aber hier auch nochmal. Mal kurz durchblättern. Ihr sollt das Ding ja kaufen, da könnt ihr euch dann nochmal satt sehen an allen Bildern. Sehr schön gemacht, auch hier extra für Subkultur gemacht. Sehr schön. Wie gesagt, Druckqualität sehr, sehr gut geworden. Den coolen roten Einschüben, eigentlich alles schwarz-weiß, aber manchmal hier mit diesen roten Umrandungen, sehr cool geworden. Ja, tolles Ding. So. Dann kommen wir hier zur Edition selber. Die kann man, wie gesagt, auch ohne diesen ganzen Brimborium bestellen. Ohne die Deadlock-Pappe. Sehr schön geworden hier, wie ihr sehen könnt. Timo Wötz, cooler Zeichner, macht auch viel Comics-Sachen. Aber hier eben auch für Deadlock zum Beispiel. Da haben wir nochmal die Inhaltsangabe. Bonusmaterial, könnt ihr mal auf Stopp drücken, wenn ihr jetzt alles genau wissen will. Ja, wie gesagt, Mario Adorf, Charles Dump, Marquard Böhm. Anthony Dawson, der Killer aus, wie heißt es, bei Anruf Mord von Hitchcock, spielt hier mit. Der wird synchronisiert übrigens von, wie gesagt, Arnold Marquis. Und Marquard Böhm spielt den Kid, den jungen Killer. wie hier üblich für Edition Deutsche Vita, das schöne Digipack mit dem Titel hier hinten drauf, schön breit gedruckt, wie bei so einer Zeitung. Dann haben wir die drei Panels mit dem Booklet, das hier drin ist. Hier haben wir die erste Disc, die Blu-ray. Grandios, wieder mit diesem schönen weißen Design. Klassisch für die Edition Deutsche Vita. Und hier haben wir dann das Booklet. Aber zuvor zeige ich euch noch hier das Inlay. Es kommen auch zwei Frauen im Film vor. Die spielen sehr, sage ich mal, untergeordnete Rollen. Ja, wie gesagt, der Film ist auch leicht surreal. Angehaucht, gerade gegen Ende hin wird es dann sehr störend. Ich habe die ganze Zeit so das Gefühl gehabt bei dem Film, man ist in so einer Art Vorhölle, in so einer Art Fegefeuer und mich würde es nicht wundern, wenn am Ende wieder alle von vorne anfangen und das gleiche nochmal machen. Und Mario Adorf spielt natürlich auch wieder extrem. Der spielt immer, der kann dieses grobschlächtige so richtig gut, so dieses gerade so noch am Leben sein. Das funktioniert sehr gut, so nur für sich gerecht sein. Sehr cool. Ja, hier mal dann den schönen Booklet-Text. Ja, sehr schöne Edition, wie ich finde. Da haben sie wieder ein Bein ausgerissen. Wie gesagt, hat auch noch in 4K und HDR. Also hier kann man eigentlich nicht meckern. Und für Leute, die vielleicht immer bei Vinegar-Syndrom stellen in den USA, das ist jetzt auch geil, habe ich gerade erst erfahren. Vinegar-Syndrom hat jetzt eine Partnerschaft mit Subkultur und man kann auch eine amerikanische Version von Deadlock bestellen. Da sind auch deutsche Ton und so weiter drauf. Die blende ich euch hier mal ein. Wer dieses ganze Brimborium nicht will und vielleicht sowieso bei Vinegar-Syndrom bestellt, kann das auch da bestellen. Oder geht eben zur Subkulturseite. Die werde ich auch unten verlinken. Aber holt euch dieses Teil auf jeden Fall. Das ist deutsches Genre-Kino, wie es wirklich nicht mehr existiert. Ist wirklich so. Das Ganze ist von 1970. Toll remastered. Sieht grandios aus. Also wir haben es auf Leinwand geschaut. Grandioser Film. Ja, immer eine Neuentdeckung wert. Und auf 1000 Stück limitiert. Also beeilt euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ein schönes Leben. Geht ins Kino. Es ist wieder möglich. Und macht's gut. Ciao.